Stelle Dorfstudio. So eigentlich gibt es gar keine Applikation. Für Fernsehdau, wir haben Fernsehdau nicht, und für Fernsehdau auch nicht, und für Fernsehdau auch nicht. Und man weiß, dass Tadau die Maßart, Tadau die Fallart, und Sanwangor das Dreiländereck belassen. Und die Falle am Dreiländereck stellen, nicht das Land teilen, sondern die Falle am Dreiländereck stellen, also das Dreiländereck belassen. Und dann gucken zu zählen. Und die zu zählen vielleicht nicht. Marschieren und gehorchen. Und San Pinga, das war natürlich von so einem Kuban, von so einem Volkskörper gelagert wird, kommt erschwerend hinzu. Ich zeig das mal vorweg. Erstmal das mit dem Vorbank. Hier wär's hier und hier. Wieder erst hier in die Atemübung. So. Wenn er jetzt hier im Revers, dann hat er hier eine Bedeutung für den Menschen. Dann muss der Tritt kürzer gezogen werden, damit man hier nicht das Gesicht anfasst, sondern am Gesicht Möglichkeiten hat, klemmen. Also nicht zuzuschlagen ins Gesicht, um Gottes Willen. So geht das nicht. So, dann hat der Revers hier auch immer eine Bedeutung. Hier auch immer. Und hier auch immer. Um aus dieser Bedeutung rauszukommen, ins technische Bewusstsein reinzukommen, wird er hier so gemacht und so, dann ist er hier fest, ist da. Dann muss ich ihn hier nicht halb ausziehen. Wenn ich jetzt der Revers eine Bedeutung habe und ich ziehe ihn hier wieder hin, hat er wieder eine Bedeutung. Ich ziehe ihn nur halb raus, dann kann ich die Bedeutung aufgeben. Das ist dasselbe. Das. So. Komm mal her. Nicht ganz. Ja, sonst komm mal her, triff einmal. Das ist Tadau, Tsigau, San Bangor und San Penya. Also, der eine macht so. Ja, auch die Mars Party, Sambukai, geht hier in den Mars Party wiederholen, Tai Chi. Und San Penya, also irgendwie, die heute Morgen war ein bisschen heftiger mit den Steinsetzer und ganze Zeit die. Hier streite und dann alle 200 Meter drei Typen, die da über einen tusseln. Man kann ruhig weitergehen, sie kriegen einen so überall. Erzählt Tang Ma, wie man da aus dem Kung Fu rauskommt und nur noch Wushu kann. Da ist Sang Peng Ya. So. Und hier schräg zur Seite und hier gerade nach vorne. So, und die Sang Bang Go, das Dreiländereck gelassen. Ist eben so. Und das Ganze gibt es Swanvi. Und dann kommt der unorthodoxe Angriff. Den habe ich manchmal auf die Karte drauf. Das ist ja ganz gut. So wäre jetzt orthodoxe Angriff. Jetzt geht der Swanvi A. Jetzt habe ich einen unorthodoxen Angriff. So, und da brauche ich mich hier nicht wieder drehen. Sondern kann stehen. Deswegen diese Spiralkicks und Drehungen können, aber auch betrachten als anschaulich eben hier nicht vorhanden, nicht unbedingt.
So. Das war nochmal Ihr Kerngetau-Studio, die Reihe Kung Fu.